Hallo und herzlich willkommen zurück zu Castlevania 3 Dracula's Curse. Und ja, bei meiner All-Character-Hard-Mode-Challenge. Und wir befinden uns jetzt gerade beim zweiten Charakter, beim Cypher One, sozusagen. Ja, und jetzt müssen wir in der zweiten Stage praktisch die zweite Hälfte machen. Also den Weg nach unten. Und ja, mal gucken, wie ich mich da so anstelle mit Ziffer. Das lief schon mal nicht so gut gerade. Ja. Gut. Probleme wurden erkannt. Ich weiß nicht, warum ich mir das Fleisch holen sollte. Ich meine, gut, die Stage musste halt 1 zu 1 kopiert werden, aber ist trotzdem irgendwie dumm, indem nicht dann an der Stelle das Fleisch auf dieser Seite ist. Das hätte man schon, weiß nicht, ändern können, vielleicht. Hey, ich lebe noch. Okay. Hep. Ja, damit. Und tschüss, Runde Nummer 1. Gut, okay. Letztes Leben und ich bin natürlich erst im zweiten Bereich. Das kann ja was werden. Vor allem, da ich ja hier schon wieder mit diesen tollen Totenschädeln arbeiten darf. Meine absoluten Freunde. Okay. Ich traue mich irgendwie nicht hier runterzufallen. Das wäre auch nicht gut gewesen. Ich hätte da runterfallen können, okay. Merken fürs nächste Mal. Moment. Hier wäre ja. Hier ist ein kleines Herz. Da. Ah! Wow. Ich habe mich komplett fertig machen lassen. Okay. Gut, von mir aus. Das Gute an diesem Run ist, wir kriegen alle Endings zu sehen. Da ich ja mit jedem Charakter das einmal gemacht habe, ich habe sogar das Simon-Only-Ending gezeigt jetzt. Gut, okay, das Alucard-Ending kennen wir dann schon, wenn ich Alucard gemacht habe, aber zumindest für die nächsten zwei Charaktere gibt es noch ein anderes Ending. Wusste. Okay. Das war der erste Raum. Totenschädel machen mich echt ein bisschen fertig. Ach, verdammt. Ich wenigstens immer richtig reagieren könnte. Ich meine, ich glaube, es wäre möglich, jedes Mal mit denen richtig um. Ich kann hier einfach runter. Das wollte ich mir ja merken. Jedes Mal mit denen richtig umzugehen, aber jetzt müsste ich immer rechtzeitig schlagen. Nur dann schlagen, wenn es nötig ist. Oh. Hol mir das Zeug da rechts. Kenne ich jetzt nichts. Oh. Natürlich gehe ich nicht den riskanten Weg nach unten. Wir nehmen natürlich diesen Weg. Ich meine, jetzt ist eh keine Gefahr mehr in dem Raum gewesen. Deswegen habe ich mir gedacht, das kann ich mir noch holen. Auch wenn das mein letzter Energiepunkt ist. Moment, hier gab's keine Totenschädel. Das ist gut. Ist das der letzte Raum? Ich weiß
weiß es gerade nicht mehr. Nee, es ist nicht der letzte Raum, oder? Da kam ja noch ein Raum darunter. Da war ein Totenschädel. Oh ja, ich erinnere mich. So. Eis. Haha. Vielleicht kann ich die Totenschädel mit dem Eis austricksen. So. Oh. Ja gut. Ja gut. Okay. Zwei Fehler wurden gemacht. Zwei fatale Fehler. Hoffen wir, dass ich das jetzt ausgleichen kann. Oh Gott. Warum gehe ich eigentlich nicht direkt hier rüber? Tschüss. Okay. Oh Mann, das war gemein. Ich habe mich trotzdem einfach getroffen. Okay. Moment. Die sollten doch hier nicht mehr kommen. Oder bin ich jetzt doof? Oh, die Zeituhr habe ich gekriegt. Das habe ich ganz gar nicht mitgekriegt mehr. Okay, aber das Level ist geschafft. Okay. So. Ich nutze einfach die Ohr. Was ist... Ah, die Fähigkeit kenne ich. Die habe ich auch in dem Run gesehen. Die ist super gut. Weil die ist so ein bisschen verfolgend. Ah, und ich habe keine Herzen mehr. Ah, ich bin gleich tot. Und ich bin tot. Okay. Welche Fähigkeit war ich hier normalerweise? War es die Axt oder war es das Kreuz? Oder ist es doch nicht davon abhängig? Ich sollte vielleicht an der Stelle einfach ganz normal kämpfen. Ich glaube, das ist klüger, weil ich einfach viel schneller zuschlage. Bis die Orbs jetzt hier gefunden haben, bin ich meistens schon getroffen worden. Ja, es läuft so besser. Die Orbs würde ich echt gerne behalten. Die sind nämlich super. So. Okay. So. Ich hab auch so ein bisschen gelernt, dass man so auf der Leiter viel besser schießen kann. Schießen wann? Ja, was ein paar Minuten, also ein paar kurze Minuten mal durchskippen, alles einem beibringen kann, ist leider unglaublich. Verdammt. Ich hätte erst das Vieh erledigen sollen. So. Man kann sogar tatsächlich auf der vorherigen Karte erkennen, wie das läuft. Wenn die Karte versteht. Habe ich erst jetzt richtig bemerkt, so nach dem zweiten Run und so. Ich finde das gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten über diese Karte. So.
Das ist ein bisschen gemein, dass ich tatsächlich meine AP hier behalte. Weil das ist ja eigentlich ein neues, verdammt, neues Level. Aber gut, ich behalte auch meine Herzen. Dafür gibt es ja eigentlich noch diesen Raum. Hier gibt es ja, glaube ich, Fleisch. Ja. Es ist nervig ein bisschen, dass ich gerade dummerweise meine Kugeln weggeschmissen habe. Naja, vielleicht kriege ich ja nochmal eine gute Fähigkeit. Oder ich behalte... Eigentlich sind die Zauber alle gut. Okay, Feuer ist halt für Bosskämpfe ganz gut, ehrlich gesagt. So. Ich muss sagen, bis jetzt mal... Ich merke gerade, diese Plattformen hängen vom Sprite ab. Also wenn ich jetzt als Simon rumlaufe, also als Teufel rumlaufe, ja tatsächlich... Nehmen den Charakterfarbe an. Es ist interessant. Das wollte ich jetzt bloß mal kurz getestet haben. Es hatte nichts damit zu tun, dass ich jetzt unbedingt auf Trevor wechseln wollte, weil es mir so leichter fällt. Nein. So. Das war dumm. Oh, das ist gut. Also zumindest für Stages. Für Bosses, glaube ich, ist Eisfähigkeit ziemlich nutzlos. Für Stages ist sie super. So viel steht fest. Das ist so gut. Ja, mir doch egal, ob ihr auf jeder Mäuse kommt. Oh ja, hier. Guckt euch das an. Ich will um diese blöden Geister keine Gedanken machen. Okay, die Orbs nehme ich. Oh, ist schon weg. Ich bin, glaube ich, nicht gleich beim Boss und da hätte ich dann... Nein, das nehme ich nicht. Hätte ich dann vielleicht die Orbs doch lieber. Ich kann mich halt echt nicht entscheiden. So. Ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, was der Boss dieser Stage war. Das war die dumme Fledermaus. Ah, ja, die Fledermaus ist dumm, auch wenn du mich jetzt getroffen hast. Toll. Tja, da war meine Fähigkeit wohl doch zu stark für dich, Fledermaus. Zauber sind echt teilweise sowas von overpowered. Moment, kann ich damit eigentlich, kann ich mit dem Eis die Skelettdrachen one-hitten? Weil falls ja, WTF. Denn der Gedanke daran macht mir schon... Würde mir schon das Leben so viel leichter machen. Ich wollte dich nur erledigen. Du verarschst mich ja. Ah. Dann mal, gab's hier unten irgendwas in der Wand? Ich weiß es nicht mehr. Man konnte die Wand aufmachen wegen einem Herz. Wow. Ach ja, und okay, es war Fleisch da. Okay, dann hat es sich ja doch gelohnt. Was, sie verschlägt zu schnell zu, das ist so gut. Oha. Hat denn die erlaubt, mich einfach so anzugreifen? Das war gemein. Ich erinnere mich wieder, wo in der Stage was war. Glaube ich. Och nein.
Okay, gut, dann halt die Flamme. Von mir aus. Solange es nicht der Zeitstopper ist, so ziemlich einzige Item, was ich nicht haben möchte mit... Oh. Ich hab's tatsächlich mittlerweile erreicht, dass das vielleicht mir tatsächlich einen Volltreffer gegeben hat. Oh Mann. Was, ich bin beim nächsten Treffer tot. Verdammt, verdammt, verdammt. Auch wenn es nach so viel HP aussieht, ist es nicht. Mein Herz noch kurz zurückgeholt. Wurde von Herzlosen geklaut. Okay. Irgendwie frage ich mich, ob es hier oben was gibt. Ja. Herz. Auch nur ein Herz. Okay, was heißt nur? Das war sein Herzen wertvoll. Quatsch. Timing-mäßig geradezu ungünstig. Husela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 ! Oh. Verdammt. Kann ich überhaupt denn das... Oh ja, ich kann ins Fleisch rankommen. Haha! Ich hätte es nicht erwartet, aber die Reichweite von Ziffer ist doch annehmbar. Man kann damit arbeiten. Gut, dann sind wir ja gleich bei Alucard. Der sollte eigentlich mit Feuer easy sein. Denke ich zumindest. Ich meine, er ist doch grundsätzlich easy. Frage ist natürlich, wie gut kann ich die... Ja gut, die Flammen kann ich gut kaputt hauen. Da muss ich mir keine Gedanken drum machen. Ja, wenn sie wirklich 3 Schaden pro Angriff nehmen, dann... ist das natürlich super overpowered. Muss ich mal durch den Kopf gehen lassen, wie schnell ich denn die Busse töte. Ich habe mir jetzt gerade verfehlt, wie es aussieht. Aber ich brauche nur noch einen Treffer. Hm. Dann muss ich ja jetzt 4 Schaden gemacht haben. Tja. Niemand legt sich mit Ziffer an. Okay, wir müssen ja jetzt gleich eigentlich zu der schlimmen Stage kommen. Spätestens da sollte ich hoffentlich ordentlich auf den Sack kriegen. Übrigens hat dieser Full-One-Gameplay auch nicht alle Stages gemacht. Die hat sich mit dem Easy-Modus begnügt. Also ja. So. Oh ja, ist gut. Okay, dann gehe ich halt einfach weg. Sehe schon, ihr seid nicht gerade freundlich. Sag mal. Oh, das war Lack, dass ich da noch AP hatte. So. Okay, wir wechseln ja jetzt sowieso die Stage. Jetzt kommen wir zur Höllenstage. Hey! Haben wir sie vermisst? Haben wir sie vermisst? Nein, haben wir nicht. Mal sehen, wie ich mich anstelle. Ich hab keinen blassen Schimmer, wie ich das hier schaffen soll.
Oh, ich bin schon mal tot, okay. Dann hat sich erstmal das Problem, dass ich den Ort behalten möchte, erledigt. So. Ich muss ja sagen, ich mag die Musik dieser Stage, aber... Oder fällt mir ein, ich bin schon mal in... Okay! Ja, das Problem mit dem Laufen. Das ist wirklich ein ernsthaftes Problem. So. Okay. Ich weiß, ich bin auf ein paar Zeit schon angelangt, aber ich möchte es zumindest noch probieren, bis ich Game Over gehe. Ich meine, wer weiß, vielleicht schaffe ich mit Ziffer diese Stage ja auch easy. Ich meine, unwahrscheinlich wie sonst noch was ist es, aber... Man darf ja wohl noch hoffen. Okay, hier ist tatsächlich das Freeze. Okay, jetzt bin ich gespannt. Kann ich Dinger hier einfrieren? Ich kann. Wollt ihr mich verarschen? Wie stark ist Ziffer? Was zur Hölle? Ist ja wie ein Cheat. Wenn ich drüber nachdenke, wie gut wahrscheinlich die Kugeln gegen sowas wie den Skelettdrachen wirken könnten. Das ist schon übel. Muss ich schon sagen. So. Ja, also, das kommt auch noch dazu. Ich kann ihn halt einfach niederprügeln. Es fehlt eigentlich nur noch... Moment, hier war eine Axt drin. Oh, Axt wird auch zu Feuer. Okay, also gibt es nur 3 Fähigkeiten. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich hier diesen Drachen niederprügle, dann muss ich halt immer wieder dran denken an... Schande, Schande. Sorry. Kleiner Game of Thrones Shoutout. Tut mir leid, aber ich habe keine Lust gegen dich im Nahkampf zu kämpfen. Guck, wie lange die Kugel da ist. Moment, hier ist immer noch die Zeitstopper drin. Die möchte ich nicht haben. Ich denke mal nicht, dass ich hier irgendwie... Lass mich verarschen. Was wie eine 2 oder so kriege. Nee. So, und hier müsste Feuer drin sein. Ja. Da kann mich mal. Okay, also... Feuer... Also Axt und Dolch wird zu Feuer. Alles andere wird halt... Also Kreuz wird zu den Kugeln und Dingens wird zu Eis. Das Holy Water. Ich habe ihn halt jetzt schon besiegt, ne? Ich habe ihn 2-mal getroffen. 3-mal. Das wollen wir mal festhalten. 3 Treffer. Holy shit. Okay, mal sehen, wie die Passage läuft. Okay. Ah. Ah, das war natürlich jetzt ziemlich doof. Das war doppelt doof. Ich
könnte eigentlich noch eine Waffe brauchen. Zeitstopper ist nicht die Waffe, die ich brauche. Okay. Das kann ich schon eher gebrauchen. Ah, okay, gut. Ich dachte, vielleicht mit Ziffer wird es zu leicht, aber... Nee. Nicht, wenn das... Nicht, wenn sowas passiert. Okay, gut. Dann war's das für diese Folge. Bis zum nächsten Mal und ciao. Wieder in einem Höllenlevel. Yay. Yeah.